Ich glaube, Felix wäre sehr stolz auf die Stiftung, vor allen Dingen wäre er wahnsinnig stolz auf seine Mutter, die das ja alles ins Werk gesetzt hat. Und ich habe schon das Gefühl, dass es ihm das Gefühl eines tieferen Sinns für seinen tragischen Tod vermittelt hätte. Die Arbeit der Felix-Burda-Stiftung hat das Thema der Darmkrebsfrüherkennung in Deutschland unglaublich vorangebracht. Ohne das Engagement der Stiftung wären wir heute nicht da, wo wir sind. Und wenn eine größere Anzahl von Menschen sich mit dem Thema beschäftigen, spätestens dann beschäftigt sich auch Politik damit. Und das ist der Stiftung gelungen. Eine der wichtigsten Errungenschaften der Felix-Burda-Stiftung ist sicher, einfach die Wahrnehmung der Darmkrebsvorsorge so enorm zu unterstützen. Auch bei den Ärzten, vor allem bei den Menschen. Und da auch sowas anzustoßen, dass viele Projekte daraus entstehen. Ich bin der Felix-Burda-Stiftung und Felix Burda selber, aber auch Frau Dr. Mahr ganz dankbar, dass sie dieses durchgeführt haben. Denn ich glaube, dass ohne dieses auch zivilgesellschaftliche Engagement es viel schwieriger gewesen wäre, das Bewusstsein teilzunehmen an der Darmspiegelung gar nicht so weit entwickelt wäre. Ich glaube, für die gesamte Familie Burda war das ein so schrecklicher Moment zu wissen, dass man, obwohl man viele Möglichkeiten hat, letztendlich nicht mehr helfen kann. Und jetzt die ganze Kraft dazu einzusetzen, dass anderen Menschen geholfen werden kann, wo man auch heute viel mehr weiß, wie man helfen kann, das ist eine große Tat der gesamten Familie. Und dafür möchte ich mich mal stellvertretend für alle bedanken. Musik.